Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Leiden wir an einem kollektiven Gedächtnisverlust? Gab es noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Wieso explodierte das Wissen der Menschheit im 19. Jahrhundert, nur um seitdem zu stagnieren? Welche Rolle spielen die Weltausstellungen bei der Einführung vergessener Technologie? Mysteriöserweise wurden die imposanten klassizistischen Gebäude der Weltausstellungen allesamt abgerissen. Nichts ist, wie es scheint. Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern. Bedeutung speist sich aus der Vergangenheit. Wenn das Wissen um die Vergangenheit schwindet, dann schwindet auch die Bedeutung des Lebens. Der heutige Mensch weiß nicht, woher er kommt, wer er ist und wohin er sich bewegt. Er ist zum Spielball von Mächten geworden, die ihn beliebig lenken können. Seiner Vergangenheit entwurzelt, gibt es keinen Halt, keinen Maßstab. Und ohne einen Maßstab, der sich an der Wirklichkeit orientiert, gibt es auch keine Möglichkeit, echtes Verständnis über die Welt zu entwickeln. Nur der Weg zurück zu den eigenen Wurzeln gibt dem Leben die Bedeutung zurück. Liebe Freunde, wie Sie wissen, geht es hier um mehr, weil Sie mehr an Erfahrung gesammelt haben, wie ich es ihnen immer zu geben gewusst habe. Es geht um viel, viel mehr. Das Werk aufzubauen, als wie Freunde, die diesen Freundeskreis angehören, heute wissen. Wenn sie alles wissen würden, dann würde auch nicht ein einziger fehlen, der den Freundeskreis angehört. Und dann wäre der Zuwachs, der Zulauf derart groß, dass auch Sie genauso diesen Überfall erleben würden und ihn nicht bewältigen können. Heute steht nur eines auf das Programm, was ich Ihnen mit auf den Weg zu geben habe. Und zwar geht es heute hier um den Wortschatz. Ich sage nach wie vor, was Menschen bisher sich zu eigen gemacht, auch in ihrer Sprache, in ihrem Wortschatz, dass sie ihre Bezeichnungen für alles gefunden, dürfen wir uns keineswegs aneignen. Ich habe in Herford, das war im Jahre 1949, habe ich allen Anwesenden gesagt, dass ich wohl weiß, wenn ein Mensch sich sprachlich nicht auszudrücken weiß, das alles für mich eine große Gefahr bedeutet. Denn es werden Menschen nichts unversucht lassen, mich bei dem zu fassen, was andere Menschen, das heißt die sich um mich geschart haben und die sich auch in den Glauben versetzt hatten, mich hierhingegen zu unterstützen und zu helfen, so dass den Menschen, den notleidenden Menschen der Weg gezeigt wird, den sie in aller Zukunft für ihr weiteres Erdenleben zu gehen haben. Ich habe wohlweislich damals bewusst gesagt, dass hier einige Worte fallen, und zwar immer von Menschen, die so sprechen, wie sie es gewohnt sind. Ich denke da an das eine Wort Behandlung. Ich denke da an so vieles, wie Menschen sich in den Glauben versetzt, sie müssten mir all ihre Krankheiten, die Schandtaten, die sie begangen haben, zählen sie nicht auf.
und dass sie das hier schildern und dass mir das dann dadurch so ausgelegt werden wird, dass ich die Krankheit behandle. Die Behandlung von Krankheiten sind nicht mir zugesprochen, sondern denen, die hier von menschlicher Seite berufen sind, die dazu bestimmt sind, die wirklich nicht die Auszeichnung haben, sondern die eine Lehre hinter sich gebracht, denen alleine wurde das Recht zugesprochen und zudem wurden auch sie gesetzlich geschützt. Und dass diesen alleine das Recht zugesprochen ist, wie wenn einer Ähnliches tut, ohne diesen Lehrstuhl betreten zu haben, dass dieser tatsächlich zur Anzeige gebracht wird. Dafür hat man ein Gesetz geschaffen, und zwar in der Hitlerzeit. Man nennt es auch das NS-Heilpraktikergesetz, das hier den Ärzten die Sicherheit dafür geben sollte, dass gar kein anderer, wie sie die mit Kurfürsche und Ähnlichem bezeichnen, nicht die Handhabe hat, den Ärzten hier ins Handwerk zu pfuschen. Niemals ist das der Fall gewesen, dass ich auch nur den Gedanken habe aufkommen lassen, je einem fachlichen Menschen, das heißt, in seinem Fach hineinzupfuschen. Dadurch aber, dass Menschen es bei weitem nicht verstanden haben, auch noch nicht verstehen können, liegt alleine daran, dass viele ja von all dem noch gar nichts wissen, ich dazu nicht gleich übergehen konnte und den Menschen all das zu sagen, was hier das Notwendigste ist. So ich es aber gesagt hatte, haben die Menschen das nicht genau genommen, und zwar deshalb nicht genau genommen, weil sie im Leben ja nur ungenau sind und auf das Wort keinen Wert legen. Ich habe seinerzeit in Herford gesagt, auch dieses bedeutet eine Gefahr, wo die amtliche Seite eingreifen kann und auch eingreifen wird, indem sie sagt, hier der Gröning, dieser Wunderdoktor, dieser Scharlatan behandelt Kranke. Er behandelt die Krankheit und das müssen wir ihm verbieten. Und so kam es da zu den größten Schwierigkeiten in Herford, dass ich von amtlicher Seite angegangen wurde. Ich habe damals gesagt, liebe Freunde, es ist gar nicht notwendig, dass Sie hierher kommen. Wenn Sie all das wissen würden, was für Sie bestimmt ist, dann würden Sie schön daheim bleiben. Dann würden Sie sich ein Fleckchen Erde aussuchen, dann würden Sie sich um einen Raum kümmern und da würden Sie sich einfinden und würden da dann das tun, was Sie sich selbst schuldig sind. Und so ist es aber auch gekommen, liebe Freunde, ich selbst habe nicht einen Freundeskreis ins Leben gerufen, so. Das heißt, dass ich da so zur Tat überging, sondern dieses ist aus freien Stücken von Menschen entstanden und auch einige wenige das wahrgenommen, die sich gesagt haben, ach, wir müssen uns zusammenscharen und wenn wir ihn wollen, dann bitten wir ihn um einen Besuch. So kamen die Gemeinschaften zustande, liebe Freunde. Es wäre falsch gewesen, wenn ich gesagt hätte, so, du schaffst eine Gemeinschaft, du eine und so weiter und so fort. Nein, das ist alles nicht gewesen. In vielen Fällen ist es auch so gewesen, wie wenn der eine und der andere das Heil am eigenen Körper erfahren hatte, sich schon selbst verpflichtet fühlte, weitere Menschen auch zu diesem Glück zu verhelfen. Und wenn ich diesen Menschen gesagt habe, wenn sie zu ihren Nächsten sprechen, sagen sie ihnen nur das, was sie am eigenen Leibe, am eigenen Körper erfahren haben. Sagen sie ihm die Wahrheit. Entstellen sie nichts. Nicht eine Silbe an Lüge darf drin stecken. So sie ihren Nächsten die Wahrheit sagen, werden sie von dem überzeugt werden, dass auch er, zu dem sie sprechen, selbst die Wahrheit am eigenen Körper erfahren wird. Er wird auch sagen, wie Sie, sich nicht anders auszudrücken wissen, Sie sind von Ihrer Krankheit, oder wie er sagen würde, ich bin von meiner Krankheit geheilt. Meiner Krankheit. Schauen Sie, Freunde, da ist ein großer, grober Fehler. Es ist nicht seine Krankheit, die hat er sich nur zu eigen gemacht. Mit dieser hat er zusammengelebt. Es erweckt beinahe den Anschein, oder ich könnte bestimmt auch sagen, als wäre er mit dieser verheiratet. Als gehöre sie zu ihm. Nein, sie gehört nicht zu ihm.
Denn das Böse ist um den Menschen. Und muss der Mensch über so viel Kraft verfügen, dass er sie nicht in sich aufnimmt. Jeder Ärger, jeder Trotz, jeder Ehrgeiz würdigt den Menschen herab, weil das nicht berechtigt ist. Und damit baut er sich selbst und baut auch seinen Körper ab. Und er hat nie die Wahrheit von Menschen erfahren, weil sie in der Lüge groß geworden sind. Und so dies einmal geschehen, wenn ein Mensch die Wahrheit am eigenen Körper erfahren hat, dann wird er aufhorchen. Er wird glauben, er wird sagen, ja, das glaube ich, das ist die Wahrheit. Und dann kommt das auch so wieder vor, wie ich es gestern sagte. Dann wird er sagen, mir ist es auch so komisch, ich habe so ein komisch eigenartiges Gefühl. Und er wird sagen, wieder ein Fehler begehen, weil er das nicht weiß. Meine Schmerzen sind verschwunden. Ich fühle mich sehr wohl. Der andere sagt, ich fühle mich jetzt auch wohl. Und danach sagt er und schreit, ich bin von meiner Krankheit geheilt. Wie viele Fehler liegen hier drin? Liebe Freunde, dieses erweckt den Anschein nach außen, das heißt, so unsere Gegner das hören, die das Gute nicht mögen, die sich selbst behaupten wollen, erweckt es den Anschein. Diese aber das mit einer Bestimmtheit herausstellen, bitte, da haben wir die Beweise, er hat so und so viel geheilt. Er hat Kranke behandelt. Und wenn einer was von Krankheit gesprochen, ja, es wurde ihm auch gesagt, es wurde ihm auch die Krankheit geschildert und die hat er behandelt. Aber umgekehrt ist es doch wirklich so, dass wenn der eine und der andere das Heil erfahren hat, das ist die neue, das ist die richtige Bezeichnung für uns, das Heil am eigenen Körper erfahren hat, und er das wahrheitsgetreu schildert, wie das vor sich gegangen ist, was für Gefühle er in seinem Körper wahrgenommen, erst klein, dann groß, dann überströmte sein Körper, er wurde warm, er durchblutete, und plötzlich waren die Schmerzen verschwunden, und plötzlich fühlte er keine Beschwerden mehr. Und er fühlt sich wohl. Er wird auch sagen, er fühlt sich ganz gesund. Und von da ab wird er wirklich gesunde Gedanken aufnehmen. Und so hat es weiter um sich gegriffen, so dass es wirklich zu diesen Gemeinschaften kam. Genau das Gleiche ist auch hier. Wir haben ja hier viele Fälle unter uns schon. Und ich weiß, liebe Freunde, ich habe es auch schon aufs Tonband aufgenommen, dass jeder gesagt hat, warum, wieso, weshalb er hierher gekommen ist. In Österreich habe ich es auch getan. Was ihn dazu bewegt, hier in dem Freundeskreis zu sein. Und da hat er es geschildert. Einige wussten sich richtig auszudrücken und sagten, ich oder mein Körper war von einem Übel behaftet und ich habe alles versucht, Menschen haben auch versucht, dass ich von dem Übel frei wurde. Das ist richtig gesprochen. Und ich weiß nicht, ich hatte so einen Sog nach hierher. Ich suchte den Gröning. Habe ihn aber nicht gleich gefunden. Ich kam mit seinen engsten Freunden zusammen. Die haben mir eine kurze Belehrung gegeben. Sie haben mir die Wahrheit geschildert, wie es ihnen ergangen ist, wie sie jetzt frei sind von dem Übel. Und seitdem bin ich auch frei. Und so hat es weiter um sich gegriffen. Wer das aber versteckt gehalten hat und nicht die Wahrheit nach außen gesagt, ich denke hier an unsere Freunde Schomburg, das heißt Freunde Schomburg. Ja, anfangs habe ich doch gesagt, niemanden was sagen, es darf keine Propaganda gemacht werden. Wie schnell das Übel aus dem Körper schwand. Ein kleineres blieb so, nach und nach verschwand er auch. So dass der Arzt selbst den Kopf schaukeln muss und sagt, wie ist das möglich? Das können die Ärzte sich nicht erklären. Sie kommen oft zusammen und sie kommen heute noch zusammen und diskutieren über diesen Fall. Wie ist das möglich? Uns Mediziner ist es nicht möglich. Aber ich will zurückgreifen, wo ich damals sagte, niemandem was sagen, bis das Heil fest in ihrem Körper sitzt, bis sie sich von allem überzeugt haben. Und dann sage ich ihnen schon, so die Zeit gekommen ist, dann können sie es freigeben, dann sprechen sie die Wahrheit. Und dann werden auch weitere Freunde, die das hören, die noch von deren Körper noch vom Übel behaftet ist, werden auch sie frei werden. Und so ist es immer. Man darf sich da nicht verstecken. Und heute leiten sie eine Gemeinschaft. Heute können sie Menschen führen. Denn sie wissen den wahren Weg.
Sie wissen, was hier das Notwendigste ist. Alles natürlich noch nicht. Diese Erfahrungen sollen Sie erst sammeln. Und dazu kommen wir auch zusammen wie heute hier. Und genauso ist es auch hier mit unserer lieben Frau Teichmann. Ich habe doch sie gleich, als ich davon erfahren hatte, als ich in Hameln war, von unserem Freund Kunz erfuhr, bin ich doch rübergekommen zu Ihnen. Und da haben Sie mir die Wahrheit berichtet. Und das ist so gut. Ich sage noch einmal, nicht, dass ich Sie als Aushängeschild nützen will, liebe Frau und Herr Teichmann, im Gegenteil, aber die Wahrheit muss den Menschen gesagt werden. Genau und sicher wurde ich überzeugt, als Herr Dr. Labenske doch hier gewesen ist, der mit Ihrem Arzt gesprochen hat und der Ihnen das selbst gesagt. Und ich glaube nicht, dass er mich belogen hat. Und ich habe dir alleine hingehen lassen, ich selbst bin nicht zum Arzt hingegangen, sondern ich ließ ihn alleine gehen. Dafür ist die Bestätigung da. Das heißt, dass Menschen hierdurch auch wirklich die Wahrheit erfahren, erstmal hören, das sehen. Ja, das sehen sie. Und nun kommen wir zurück auf einen Punkt. Es ist jetzt fast 2 Jahre her, wo ich sie in Hameln angetroffen habe, unserem Freund Kunz in der Wohnung, wo sie mir den kleinen Artikel gegeben hatten. Wie die Zeitung wieder geschrieben hat, nach wie vor wird Frau Teichmann wieder in den Rollstuhl gefahren. Nicht? Von einer Heilung so ungefähr ist hier keine Rede. Da habe ich sie noch beruhigt, lieber Frau Teichmann, indem ich sagte, ja, das ist die Zeitung, dass die Presse ja sagt. Und sie waren auch wütend und sagten, seien Sie nicht böse, geben Sie mir einen Artikel. Ja, den haben Sie mir gegeben. Den habe ich ja auch. Also da haben Sie durchschauen können, wer die Presse ist und wie sie ist, wie sie alles entstellt. Ein Zeichen dafür, wie die Gegner um uns sind und wie sie alles von der bösen Seite beleuchten und das Böse herausstellen. Wir natürlich dürfen nichts Böses herausstellen, sondern nur das Gute, nur das, was wirklich Wahrheit ist. Und Wahrheit ist immer das, von dem Sie überzeugt sind. Oder sind Sie noch nicht überzeugt, Frau Teichmann? Ja. Ich weiß, als wie Sie damals heimkamen vom Traberhof, wie Sie mir sagten, da haben Sie getanzt und so weiter und so fort, dass Ihre Verwandten staunten und sagten, ja, ist sie das? Kann man das glauben? So war es doch. Ich könnte Ihnen das alles genau erzählen, wie Sie es mir das erste Mal berichtet hatten und Ihr Mann auch. Aber ich möchte deswegen nicht hier zu weit greifen. Also liebe Freunde, das bitte nicht falsch verstehen, es ist keiner ein Aushängeschild, aber ich sage nach wie vor, muss jeder zur Wahrheit stehen. Und er kann sich auch offen zeigen. Und was die Zeitung seinerzeit geschrieben, bitte, das war ja auch ein Triumphzug, dass Menschen, die diesen Artikel gelesen, sagen, na, ich habe die Frau Teichmann doch heute noch getroffen. Ich habe sie doch gesehen. Und ich sehe doch, dass sie frei ist. Und so hat sie das auch umgesprochen. Also Menschen suchen die Wahrheit, aber sie wollen auch überzeugt werden. Und das ist ihre Pflicht, weitere Mitmenschen zu überzeugen. Diese nicht von die Tür zu weisen, wenn sie es fühlen, dass sie nicht glauben können. Dass sie Zweifler sind, gerade die aufnehmen. Oder aber, wenn der Mensch falsch spricht, gerade das ist eine Belehrung für sie, dass er sich nicht auszudrücken weiß, dass sie nicht stur sind und ihn gleich ausschimpfen und sagen, ja, ich wollte mich von einem Gröning behandeln lassen. Das ist das Stichwort für sie, da nehmen sie ihn rein, setzen sie sich hin und lassen sie ihn erstmal reden und holen sie aus diesem, was dieser Mensch spricht, der wirklich hilfsbedürftig ist. Machen Sie ihn auf die Fehler aufmerksam. Weisen Sie ihn zurecht, rufen Sie ihn zur Ordnung. Aber belehren Sie ihn. Das ist Ihre Aufgabe. Und ich glaube, das ist es Ihnen auch wert, sonst wären Sie auch heute nicht hier, um sich für weitere unserer Mitmenschen einzusetzen, ihn auf den wahren Weg zu führen. Das ist immer das Wichtigste, Freunde. Den Menschen dahingehend belehren. Sie alle haben es ja auch nicht gewusst. Sie alle haben Fehler begangen. Sollte ich Ihnen die Fehler vorhalten? Nein. Ich habe daraus die Lehre gezogen und jetzt weiß ich sie so zu führen und den Hinweis so zu geben, dass in Zukunft so nach und nach von diesen Fehlern ablassen und dass wir uns wirklich einen eigenen Wortschatz zulegen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf Herford, was ich selbst in Herford sagte. Im Laufe der Jahre werde ich meinen eigenen Wortschatz haben, sodass niemand von der Gegenseite hier ankommen kann und sagen,
Er hat dieses, das und jenes getan. Der, dieser und jener hat das und das und das gesagt. Er hat mich behandelt. Er hat gesagt, stehe auf. Er hat mich zum Gehen bewegt. Er hat mich zum Essen bewegt. Und so weiter und so fort. Das ist vieles. Das ist, ich muss sagen, zu 99% alles entstellt. Unbewusst hat man diese Worte dem Gegner übergeben und der diese dann für sich auszuschlachten gewusst. Und dadurch bin ich in die Gefahr gebracht worden. Dadurch habe ich die Unannehmlichkeiten. Was von meiner Seite aus Dreck gegangen ist, hat man mir auch nicht den geringsten Vorhalt machen können. Auch nicht vor Gericht. Sondern man hat mir nur gesagt, der hat dies gesagt, der hat das geschrieben, da ist das gesagt worden und so weiter. Und wir vernehmen einzelne Zeugen, wir verlesen einzelne Protokolle hier und so weiter und so fort. Bitte, daraus ist das zu entnehmen. Der Staatsanwalt sofort eingehackt, jawohl, das stimmt. Er hat dieses, das und jenes getan. Nachweislich, Zeuge sowieso, Schriftsatz sowieso, Vernehmung sowieso und so weiter und so fort. Also ich habe es nicht getan. Die Freunde haben es gut gewollt, nur schlecht getan. Das heißt, falsch getan. Weil sie auf diesen Wortschatz wirklich keinen Wert gelegt haben. Das war ihnen gleich. Da kam die alte Macht, die Macht der Gewohnheit, in dem der Mensch immer wieder in dem verfallen war. Und auf der anderen Seite ist es auch so gewesen, schön, er hat das Heil erfahren, indem er sich gesagt hat, rutscht mein Puppel runter, auf Rheindeutsch gesagt, ich habe ja meines und ich brauche die anderen nicht, ich brauche nicht hingehen. Liebe Freunde, gerade da ist es das Wichtigste. Ich will nicht, dass Sie Aushängeschild sind, aber Sie können doch offen und ehrlich für Gott zeugen, dass Sie das Heil erfahren durften, dass Sie den Segen Gottes empfangen haben, dass Sie frei sind von dem Übel, von dem einst Ihr Körper behaftet war. Oder ist Ihnen das nicht wert? Ich glaube doch. Und daher freue ich mich ganz besonders, dass Frau Unterdeichmann heute hier ist. Und ich bin auch selbst erfreut darüber, dass ich Sie jetzt zugelassen habe. Sie dürfen das ruhig erfahren. Einfangen will ich Sie nicht. Sie können selbst nachher noch entscheiden, ob Ihnen das genehm ist oder nicht. Betonen sage ich noch einmal, Sie sollen kein Aushängeschild sein, sondern nur die Wahrheit. Nun, liebe Freunde, das ist mir das Hauptsächliche. Unser Freund Christoph sagt auch vorhin, dass der Bund aufgelöst ist. Ja, der existiert noch bis Ende dieses Jahres. Richtig. Es war ja auch mehr oder weniger, wie ich schon oft sagte, ein Provisorium. Aber es musste ja etwas sein. Weil der Name Gröning da drin steckt, hat man ihn nicht eingetragen. Man hat mir die allergrößten Schwierigkeiten, Dankeschön, die allergrößten Schwierigkeiten zu machen gewusst. Es war schwer. Und da gab es auch Freunde, die da sagten, in einem nicht eingetragenen Verein sein ist Gefahr. Da will ich nicht sein. Und so haben sich nach und nach auch Freunde rausgezogen. Was der Prozess betrifft, dadurch haben wir auch, Sie würden sagen, einen Schaden erlitten. Ich sage nein. Das war eine Reinigung, eine Generalreinigung. Dadurch haben sich diese Menschen gezeigt, ob sie zum Guten stehen oder nicht. Sie bildeten eine Gefahr. Sie waren noch nicht so fest im Glauben und sie konnten noch nicht zu dem Guten so stehen. Sie sind feige gewesen. Und feige Menschen kann ich nicht brauchen. Nur eines, Kämpfer. Wirkliche Menschen, die zur Wahrheit stehen. Und diese Menschen sind wirklich abgegangen. Aber nicht nur von da aus, sondern wenn da und dort ich nicht missverstanden wurde, sondern es gibt auch Menschen, die in der Leitung gestanden haben, die sich da anders belehren ließen, die von der rein spiritistischen Seite vieles in sich aufgenommen, die sich Einzelheiten aus dem 6. und 7. Buch Moses haben geben lassen. Die Erklärung möchte ich jetzt nicht geben, ich kenne das Buch genau, ich weiß, was ist. Ich weiß auch, wer es geschrieben hat. Ich weiß auch, warum es geschrieben wurde. Sie sagen Moses. Nein, Moses war nicht derjenige, welcher, der derartiges getan hat, wie das da in dem 6. und 7. Buch Moses geschrieben steht. Das ist ebenfalls eine Entstellung. Aber kurz und gut, es gibt Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Sie haben das in den Freundeskreis hineingetragen und schon haben sie das Böse angenommen, das verwirrte Zeug,
das wirklich den Menschen nur zum Bösen führt, sogar zum Wahnsinn treibt, und dass der Mensch da dann über Leichen geht, dass er keine Rücksicht mehr auf seine Nächsten nimmt, sondern er kein Herz für ihn hat, kein Leben mehr besteht in ihm, sondern nur eines ist da an erster Stelle, und das heißt Vernichtung. Den Menschen ganz entstellen, den Menschen verwirren. Und dieses, liebe Freunde, hat auch viel zu beigetragen, dass ein Teil von den Freunden abgefallen ist, die noch nicht ganz sattelfest gewesen sind. Die nicht wissen, was falsch und richtig ist. Nun sage ich auch hier, weil sie es nicht gewusst haben, ja, sie haben die Belehrung noch nicht so erhalten können und sie konnten noch nicht so fest sein. Hierin ist wieder eine Aufgabe für sie, den Menschen so weit aufzuklären, ihm die Wahrheit vorzutragen, wie sie von dieser überzeugt sind. Ich könnte so vieles hierüber sagen, das ist ein Anfang ohne Ende, genau, aber ich wollte das nur angedeutet haben, dass sie wissen, wie leicht es ist, dass eine Gemeinschaft und zu diesem auch mehrere Gemeinschaften in eine große Gefahr gebracht werden können. Das darf nicht sein. Und daher gebe ich Ihnen extra diese Stunde, indem ich Sie so weit belehre, damit Sie auch wissen, wo die Gefahr droht und wie eine Gefahr zustande kommt. Nun ist es ja so, wenn Sie und wie Sie auch oft das gehört, was ich Ihnen aber sagen dürfen, dass ich Ihnen die Lehre mit auf den Weg. Und dass in dieser ein wirklicher Wortschatz vorhanden ist, könnten das nachher noch vorspielen, wenn Sie genau feststellen, halt, wie vorsichtig ich nicht nur bin, sondern wie bestimmt ich bin und dass ich eine ganz andere Bezeichnung für alles habe, dass sich jeder jetzt schon lange hätte zu eigen machen müssen. Soll jetzt keine Rüge sein, aber ich muss Sie extra darauf hinweisen, dass Sie nicht mehr in dem verfallen, was nicht zu uns gehört, was nicht zu unserem Wortschatz gehört. Und wir müssen die neuen Bezeichnungen herausbringen. Das heißt, sie müssen und sie werden ihnen auch mit der Weile geläufig werden. Aber solange das nicht ist, solange wird nichts sein. Ich denke jetzt an das eine Wort Meinung. Auch unser Freund Hamann hat gestern einige Male gesagt, meiner Meinung nach. Nein, in Wirklichkeit ist es seine Überzeugung. Aber es ist ihm geläufig, dieses Wort Meinung. Ich sagte es Ihnen ja schon, liebe Freunde, ich habe keine Meinung. Ich habe nur eine Überzeugung. Ich lebe ohne Meinung. Und nehme auch nicht die Meinung anderer an, gleich wer es ist. Aber wie gesprochen, kann man es nie Ihre Nächsten mit auf den Weg geben, um das Wort Meinung hier zu streichen. Aber es wird Ihnen immer wieder noch gesagt, unbewusst. Weil ihm das geläufig ist. Meine Meinung ist diese, meine Meinung ist jene. Nach meiner Meinung ist das und das richtig. Ne? Das ist falsch. Schauen Sie, wir müssen vieles hier streichen. Sehr viele Steine. Ich habe mir die Punkte nicht aufgeschrieben. Aber im Laufe der Zeit kommen wir heute noch drauf, wenn ich Sie hernach sprechen lasse. Und werde ich genau Obacht geben, wer ein falsches Wort da wieder mit hineinbringt. Ich werde es verbessern. Unterschreiben Sie sich bitte dann auch auf. Wenn nicht anders, nehmen Sie es so auf und beherzigen Sie das, damit wir nicht wieder neue Gefahren ausgesetzt sind. Genau was wir hier im engen Kreis besprechen, dient ja nur dazu, um den Freundeskreis richtig zu führen, ihn zu belehren und ihm ein Vorbild zu sein. Wenn wir ihm zu viel sagen, wäre dem gleich, wenn ich ihm alles sagen würde, ich würde jetzt von Gott selbst anfangen und würde von oben nach unten sprechen. Würden Sie mich nicht verstehen? Also ich muss von unten sprechen, von den Menschen sprechen. Ich muss es aus dem alltäglichen Leben herausziehen und muss in Gleichnissen sprechen, deshalb, damit er mich besser versteht. Und ich muss dem Menschen das Leben, wie er es gelebt hat, vorhalten. Und damit er erstmal das Verständnis bekommt. Von Gott weiß er gar nichts. Alleine schon deshalb, wie ich gestern oft sagte, weil er von sich selbst nicht einmal was weiß. Dass er nicht mal das Selbstvertrauen und nicht mal den Glauben an sich hat. Und auch nicht den Glauben an das Gute.
Und da liegt der große Fehler, liebe Freunde. Diese Belehrung, die, wie ich sie herausstelle, hat mit der Behandlung von Krankheiten gar nichts zu tun. Es ist Ihnen aufgefallen, dass ich nicht ein Wort von Krankheit hören will, aber auch nicht ein einziges Wort. Es soll mir niemand was sagen. Ich will das gar nicht haben. Dann würde das den Anschein erwecken, dann könnten Menschen draußen sagen, jawohl, ich habe ihm die ganze Krankheit geschildert und er hat sie behandelt. Er hat mich behandelt. Er hat die Krankheit behandelt. Er hat mir die Hand gegeben, er hat seine Hand auf meinen Kopf gelegt. Es wurde mir schwer vom Gericht ausgelegt. Oder ich habe einen an den Nasenspitz gefasst. Ich habe das ins Lächerliche vom Richter gezogen. Ob ich das nicht darf, das kann ich bei Ihnen auch machen. Es gibt so vieles, liebe Freunde, aber ich bekomme all das wieder, was Freunde selbst nicht im Bösen, sondern im guten Glauben mir zugefügt haben. Das heißt, sie wollten nicht das Böse geben, aber sie haben falsch gesprochen und sie haben das nicht so wiedergeben können. Und ich weiß nun zufällig jeden einzigen Fall, wie ich mit den Einzelnen zusammenkam, wie ich mit der Masse zusammenkam, was ich mit den Einzelnen gesprochen habe. Es ist wirklich nicht so wiedergegeben. Grundfalsch. Und demnach, wie es wiedergegeben wurde, wie ich auf der Anklagebank saß, habe gesagt, wenn das dem Gericht so übergeben worden ist, dann verknallt den König zeitlebens. Da muss er verknallt werden. So gerecht bin ich, da sage ich, wenn dem das so serviert wird, dann muss er bestraft werden. Ich kann Ihnen sagen, demnach, wie das Gericht diese Erfahrung gesammelt hat, schriftlich gekriegt hat, auch von Zeugen, die das Beste wollten, wo das Gericht gleich, das heißt der Staatsanwalt, drauf eingehakt und der Richter selbst, sage ich, ist das eine ganz milde Strafe. Aber keiner dieser bezahlt sie. Keiner dieser trägt sie ab. Das muss ich selbst tun. Und ich finde keine Schuld, aber ich will auch keinem die Schuld zuschreiben. Der einzige Grund ist der, dass der Mensch sich hier nicht auszudrücken gewusst, einmal und zum anderen nicht imstande war, das so wiederzugeben, wie es in Wirklichkeit, in Wahrheit gewesen ist. Das ist die Gefahrenzone, meine lieben Freunde. Da bringen Sie mich immer wieder in eine neue Gefahr hinein. Und auch alle Freunde, das heißt, die nicht zum engsten Kreis gehören, die es die Wahrheit erfahren wollen, sie werden das Gleiche tun. Und alles wird auf den einen abgeladen. Später werden Sie es im Buch lesen, da gebe ich die Erklärung, da stelle ich die Wahrheit so heraus. Namen werde ich nur von denen herausstellen, die sich absichtlich gegen Menschen verstoßen, gegen Menschen versündigt haben. Um nur einen Gewinn zu ziehen, die werden namentlich herausgestellt. Die anderen, die unwissenderweise und die nicht das Auffassungsvermögen besessen haben, die falsch das anstellt, bei denen bleibt der Name weg. Aber Einzelne werden auch hier aus ihrem Kreis einiges finden, dass sie sagen, ja, das ist ja mein Fall, das habe ich ja getan. Name steht natürlich nicht drin. Dann wird es wissen. Sage ich Ihnen heute schon, ich gebe keine Antwort darauf. Auch keine mündliche Antwort. Schriftliche erst recht nicht. Aber jeder wird dann daraus die Lehre ziehen. Ich weise Sie heute schon darauf hin. Es wird so ausgiebig geschrieben werden, dass jeder seinen eigenen Fehler auch darin findet. Und dass er sagt, Gott soll mich bewahren, dass ich nicht wieder so einen Fehler begehe. Freuen würde ich mich, wenn der Einzelne, jeder, den es da angeht, um den es hier geht, dass jeder seinen Fehler daraus liest, dass er ihn erkannt hat, dass er seinen Freunden sagt, Kinder, das ist mein Fall gewesen. So habe ich, ja, ich wollte das gar nicht, ich wollte doch nur das Gute für Gröning, aber so habe ich es geschildert. Und Gröning gibt gleich Antwort, da liegt die Gefahr. Ja. Das erste Buch, das rauskommt durch die Justiz. Danach bekommen Sie es, Sie kriegen es erst später. Aber ich würde mich freuen, wenn dieser Freund dann offen zu seinen engsten Freunden wieder sagt, im Freundeskreis, da hat er die beste Gelegenheit zu sagen, bitte, das tritt mir zu. Also ich habe hier gelernt. Er hat es uns nicht gesagt.
Er hat das gar nicht gezeigt. Er hat das in sich getragen. Das muss ich auch noch tragen. Deswegen muss ich mich mal frei machen. Ich bin ja nicht feige, das zu sagen, aber es wird zu weit führen, wenn ich jeden Einzelnen sagen würde, welche Fehler er begangen hat. Die kleinen lasse ich durchgehen. Die weise ich im Ganzen hin. Aber die schon, dass schon grobe Fehler waren und dass mich tatsächlich belasten, was, womit ich belastet werde, damit sind sie belastet. Und damit kommen wir nicht vorwärts. Damit können wir das Werk nicht aufbauen. Also hören Sie auf jedes Wort, nehmen Sie die Lehre an und der neue Wortschatz, das heißt unser Wortschatz, nicht neue, unser Wortschatz, der hat hier bei uns Gültigkeit und den kann keiner von der Außenwelt überhaupt nur im Geringsten anfassen. Niemals würde ich mich gegen das Menschengesetz verstoßen. Das habe ich Ihnen auch oft gesagt. Ich kenne beide Gesetze und ich werde mich hüten. Aber wie gesagt, wenn Sie die Briefe lesen würden, ich denke nur an einen Brief, wo eine Frau so gut gewollt hat, um den Gröning zu retten, um den Gröning zu schützen, schreibt einen Brief an die Staatsanwaltschaft. Nach diesem Brief gehöre ich im Irrenhaus und Sie alle mit. Da durfte ich nicht mehr frei sein. Das ist nur einer. Und deswegen untersage ich es jedem. Ich bitte jeden Freund, nicht zu schreiben, nicht zu unternehmen. Und jetzt laufen mehrere Briefe ein. Sie glauben gar nicht, wie genau wir das sein müssen, um diesen richtig zu beantworten oder gar nicht zu beantworten. Wer nicht beantworten kann, Vorsicht, Freunde, da steckt eine große Gefahr. Und übrigens wissen Sie auch gar nicht, wer diese Menschen vorgeschickt hat. Wer dahinter steckt, das wissen Sie gar nicht. Und leichtsinnigerweise hauen Sie da nur ein Wort hinein, das für mich wieder eine neue Gefahr bedeutet. Und man wird mir das wieder erneut im Gericht vorlegen. Man wird mich wieder dahin zitieren und wird mir wieder diese Vorhaltung machen. Nebenbei bemerkt habe ich, ein Staatsanwalt, der viele Fragen gestellt hat, die Polizei zu mir in der Wohnung kam und ich ihn da richtig zu antworten gewusst, indem ich ihm so vieles vorgehalten habe, was nicht berechtigt, sondern nur unberechtigt ist. Und dass man mich deswegen nicht zur Verantwortung ziehen kann, was Menschen da und dort gesprochen haben und wie sie sprechen. Das ist aber beschämend, Herr Nach, für die ganze Justiz. Nebenbei bemerkt habe ich einige dieser Menschen von Seiten der Justiz gesprochen, haben das klargelegt. Die haben gesagt, wie kann die Münchner Justiz nur derartiges tun? Wie, warum, wieso, weshalb? Will ich Ihnen nicht sagen, ich weiß, Freunde, woher es kommt. Aber daher mein Warnen, daher meine Warnung, die ich Ihnen immer wieder mit ans Herz gelegt. Achtet bitte darauf, begeht keinen Fehler. Und habt nicht den Ehrgeiz, jetzt muss ich den Brief beantworten, ich bin derjenige, welcher? Nein, könnt ihr nicht. Wer den Brief, wer das Schreiben nicht beantworten kann, bitte schickt es mir dann zu, dann wird es von mir aus beantwortet. Aber bitte, bitte, keinen dieser Briefe, wo Sie ein gefährliches Wort nur finden, beantworten. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Im anderen Fall wird es ein neues Fiasko werden. Hier haben wir den Bund aufgelöst. Da ist der Verein. Da taucht der Name Gröning nicht auf. Nun, es würde genau dasselbe zustande kommen. Ich sage, dieser Verein ist eingetragen. Er kann aber auch genauso wieder ausgetragen werden, wenn man derartiges feststellt. Und es soll auch die Aufgabe des Vereinsvorstandes sein, dieses alles richtig zu stellen, damit nicht jeder eigenmächtig handeln kann. Hierin, liebe Freunde, ist jetzt, wo ich die Vorarbeit dafür geleistet habe, dass wir es so weit gebracht haben und dass diese Vereine, das heißt zu einer großen Vereinigung werden, dass in viele Länder dieser Verein ebenfalls ins Leben gerufen wird und dass ich diesen dann auch richtig zu leiten weiß. Natürlich darf weder in dem einen noch in dem anderen ein Fiasko entstehen, weil sie alle denselben Namen, weil sie alle denselben Kopf haben, weil sie alle denselben Firmennamen haben. Wird man sagen, wenn in der Schweiz etwas geschehen würde, wird man zurückgreifen in Österreich und Deutschland. In der Schweiz soll er jetzt erst ins Leben gerufen werden. Ja, aber man wird zurückgreifen, man wird sie alle verbieten.
Und so wird man sie verbieten in der ganzen Welt. Und das kann dadurch zustande kommen, wenn ein einziger heute noch einen Fehler begeht. Unter keinen Umständen darf es sein, wer das heute noch nicht so weiß, was dazu gehört, der soll die Finger von lassen und sagen, ich weiß diesen Brief nicht zu beantworten. Und wir haben auch hier einen guten Menschen unter uns, der sich hierin verpflichtet sieht und der auch hierin seine Aufgabe sieht, obwohl er viel zu tun hat, wirklich viel zu tun und sich doch zur Verfügung stellt, dass dieser Mensch, dieser Freund, das Fräulein Ludwig ist, diese Briefe dann selbst beantworten will. Um das ja nicht wieder neue Gefahren entstehen, oder habe ich zu viel gesagt? Frau Ludwig fürchtet sich immer, ja mei, was werden die antworten, was werden die tun? Und da habe ich ein Schreiben abgefangen, da habe ich das getan und da sehe ich dieses wieder und dann schreiben sie uns hier so und die haben schon geantwortet, die haben das und das und das hier gesagt in ihrem Schreiben, die berufen sich jetzt drauf, was soll ich jetzt tun? Nein, das muss unterbunden werden, ja, das muss unterbunden werden, unter allen Umständen muss das unterbunden werden. Beantworten kann einer nur die Briefe, der das alles weiß, was hier zur Ordnung gehört und der mich so einigermaßen kennt und der genau weiß, dass ich in einem Schreiben auch nicht nur ein gefälliges Wort durchgehen lasse. Fragen Sie, liebe Freunde, Frau Ludwig, dass Sie manch einen Brief, ich übertreibe nicht 5, 6, 7, 8 Mal, muss der Tage liegen bleiben nachher, neu schreiben musste. Manchmal wegen ein Wort, und wir wollten es nicht streichen, sie wollte es auch nicht streichen, und dann noch einmal, und dann war wieder etwas entstellt. Das heißt, nicht böswillige Art, nein, da kam die Macht der Gewohnheit dazu, wie der Mensch den Briefstil so gewohnt ist, so zu schreiben. Und das darf ich nicht zulassen, was Ihre Gewohnheiten waren, bitte behalten Sie die ruhig, aber hier dürfen Sie die nicht mit hineintragen. Gar nicht hineintragen. Genauso auch, wenn ich jetzt weiter zur Ausführung komme, dass so der Vorstand besteht. Vom Bund aus wurde er gewählt. Vom Verein aus wird er bestimmt. Vom Vereinsvorstand wird er bestimmt. Nicht mehr gewählt. Gut, dass wir das durchbekommen, habe ich damals auch schon zum Ausdruck gebracht. Wenn im Bundes, also das heißt im Bundesvorstand, ich will besser sagen im Vorstand der Gemeinschaft, da der eine und der andere sich benachteiligt sieht, zieht er sich zurück, weil er nicht das Seine anbringen kann. Liebe Freunde, hier liegt ein großer Fehler. Sie haben mich zu Anfang auch nicht verstanden, obwohl ich immer den Hinweis gegeben hatte, wir sind nicht mit einem Verein gleichzustellen, wie die Vereine schon immer bestehen. Vereinssatzungen und so weiter und so fort. Soll für uns die Form sein und wir wollen diese auch wahren. Aber bestimmen kann doch hier keiner, denn niemand weiß ja das Rechte. Nicht, dass der eine sagt, ich bin Schriftführer, ich habe das Amt, ich bin Klassenführer, ich habe das Amt und dann kommen nachher, wenn sie eine Sitzung haben, kommen die Meinungen und so kommt so vieles hier zustande und dann geht die Haderei los. Dann wird die Uneinigkeit, und wenn die Uneinigkeit hier in der Leitung ist, dann ist im ganzen Freundeskreis eine große Störung eingetreten. Also wer das nicht weiß, der soll die Finger von lassen, er soll nicht den Ehrgeiz haben und sagen, bitte, in den Verein ist es so und so, ich habe, bin bei so und so vielen Vereinen gewesen und ich bin firm drin, ich habe einen Verein aufgezogen, er kann alles schon gemacht haben, das tut hier nicht zur Sache. Das ist hier nicht so ein Verein. Das ist kein Sportverein, das ist kein Spielverein, das ist nichts von all dem, was existiert, sondern das ist, genau gesagt, auch nichts Neues für den heutigen Menschen schon, das ist das Uralte, wir brauchen derartiges nicht, ich bin auch kein Diktator, das schicke ich auch voraus. Nur, dass Sie, wenn Sie die Lehre in sich aufnehmen wollen, können Sie nur nach dieser Lehre wirken, können Sie nur nach dieser Lehre das aufbauen. Und nicht, dass einer sagt, ich bin dies, ich bin das, ich bin jetzt. Oder ich mach's alleine, ich brauche euch gar nicht. All das, liebe Freunde, muss nicht sein. Richten sich nach. Es macht mir viel Arbeit, es wird mir auch viel Mühe machen, dieses alles in einem Schriftsatz zu verfassen,
wie sich jeder zu verhalten hat. Und wenn es zu fest liegt, das heißt, wenn ich zu viel schreibe, schreiben muss, dass ich die Richtlinien so weit herausgebe, könnte eventuell von behördlicher Seite eingegriffen werden. Also muss ich doppelt vorsichtig sein, um Ihnen das somit auf den Weg zu geben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht ist mir immer geboten, alles in allem. Ich bin vorsichtig genug, aber was nutzt meine Vorsichtigkeit, wenn sie von den Freunden, von den engsten Freunden nicht beherzigt wird, wenn sie nicht so ausgeführt wird? Nutzt ja gar nichts, nutzt dieses Vorsicht, Vorsicht sagen und bieten überhaupt nichts. Also hiermit, Freunde, ich kann immer weiterfahren, das immer weiter zur Ausführung bringen, wie groß doch die Gefahrenzone ist. Nun will ich auch Sie nachher zu Wort kommen lassen. Und ich sagte schon, aus dem Grunde, um etwas aus Ihrem Sprachschatz herauszunehmen und Sie auf die Fehler aufmerksam zu machen. Es dient lediglich nur dazu, das heißt, um sie besser belehren zu können. Und so kommen wir, ich brauche mir die Punkte nicht aufschreiben, was ich zuvor schon sagte, sondern es kommt im Laufe des Gesprächs, im Laufe dieser Unterhaltung. Vergleichen Sie diese Zusammenkunft, nennen Sie sie meinetwegen auch Sitzung der Form halber, nicht mit einer Sitzung irgendeines Vereines. Hat mit dem gar nichts zu tun. Und betrachten Sie mich nicht als Diktator, sondern ich bin nun mal Ihr Wegführer, ich zeige Ihnen den Weg, ich führe Sie und Sie folgen. Sie haben aber eine Pflicht, sich von allem erst zu überzeugen. Sind Sie überzeugt, dann folgen Sie auch. Wenn ich jetzt die Frage an Sie richte, wer ist noch nicht überzeugt? Na, Fingerchen hoch, nicht feige sein. Wer ist noch nicht überzeugt? Also, weil Sie keinen Finger hochheben, sind Sie alle überzeugt. Ja, aber gerade deswegen, Freunde, weil Sie überzeugt sind, desto ernsthafter müssten Sie hier an die Arbeit gehen und das so in sich aufnehmen, den Mund zukleben und das Herz öffnen, das Herz sprechen lassen, das rein Menschliche sprechen lassen. Das ist ein gutes Gefühl, glauben Sie mir. Sie haben noch Privatleben, ich habe kein Privatleben. Was haben die Gemeinschaften, was haben die Leitungen auch zum Teil getan? Zu ratschen und zu tratschen. Machen wir uns nichts vor. Sogar mein Privatleben, das bisschen Privatleben, ich kann sagen Minuten, die ich nur privat mal sein kann, das wurde besprochen. Und vieles wurde gesehen, das heißt aber nicht richtig gesehen, entstellt, wiedergegeben, das heißt in einer hetzerischen Art und Weise. Ich frage, haben Sie, nicht Sie hier, sondern überhaupt, die Freunde, keine andere, keine bessere Aufgabe? Warum musste das sein? Die Menschen sind von nichts überzeugt, sie ziehen nur drüber her. Demnach müsste ich in Lumpen gehüllt sein, aber auch dann würden sie reden. Genau das gleiche auch bei meiner Frau. Ich habe alles durchgemacht. Ich habe sie anfangs einfach und schlicht nur gekleidet. Da haben sie sie von der Seite angesehen. Ich habe die Worte gehört, was ist das für ein verkommenes Weib? Wie sieht die aus? Die an der Seite Grönings, nein, passt nicht zu ihm. Und dann hat sie eine bessere Kleidung gekriegt. Oh, die Dame. Und dann haben sie im Winter den Pelz gesehen. Das soll ja 5000 Mark kosten, von dem ich nicht so was sage. Ja, liebe Freunde, so wird hin und her gezogen. Ich sage, wissen Menschen denn nichts anderes? Derartige kann ich hier im Freundeskreis nicht brauchen. Und das ist Ihre Aufgabe, darauf zu achten, sich davon nichts berichten zu lassen. Da überzeugen Sie sich dann, ob er recht hat oder nicht. Und dann weisen Sie ihm den Weg. Dann zeigen Sie ihm das, was Wahrheit ist, von dem Sie überzeugt sind. Das ist wichtig. Aber es hat Freunde, die es sein wollten, gegeben, die gerne dafür ein Ohr hätten, gehabt haben, um dann weiter zu ratschen und zu tratschen. Das waren dann ihre Zusammenkünfte. Ich will sie Ihnen jetzt nicht aufzählen, muss ja auch nicht sein. Wenn niemand wehtun, deswegen sage ich ja, ich habe die Vorarbeit dafür geleistet, dass jetzt, und gerade deswegen ist es notwendig, dass wir heute zusammengekommen sind, dass Sie in Zukunft wissen, was der Verein Ihnen jetzt sagt. Lassen wir den Namen mal weg. Und der Name Gröning ist auch weg, der kommt da nicht vor. Nur eines, was da vorkommen wird von Zeit zu Zeit, er spricht ohne Gröning.
Ole Gröning hält diesen und jenen Vortrag, Thema sowieso. Das wird sein. Wir können dadurch in alle Öffentlichkeit heraustreten und es kann mir keiner den Mund verbieten. Der Verein verlangt, ich verpflichte mich dem Verein. Ich habe mich ja jeden Menschen verpflichtet, sowieso. Aber nur darf das nicht falsch verstanden sein. Es darf auch nicht falsch nach außen gesagt werden, das ist nur eine Tarnung für Gröning. Vorsicht, Vorsicht, Freunde. Es ist schon so ausgelegt worden. Es ist mir schon selbst zu Ohren gekommen, dass sie sagen, Gröning weiß sich gut zu tarnen. Und wundern sich nicht, wenn es dann von behördlicher Seite kommt, indem sie sagen, der Verein ist nur eine Tarnung. Und dass sie sich dann verpflichtet fühlen, sie suchen dann alles Mögliche, ihn auch zu verbieten. Damit hat ein einziger das ganze Werk zugrunde gerichtet. Das ist eben dann ein Diener des Satans. Und nichts gewusst, er hat es nur ausgeführt. Dann ist er dem Judas gleich, der nachher schreit, als er es merkte, dass es zu spät gewesen ist. Glauben müsst ihr, glauben, 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 dann schreit er von Glauben, dann treibt es ihm fast zum Wahnsinn. Er wollte nicht weiter leben und hängte sich auch auf. Da kam er zur Erkenntnis. Er hat es nicht gewollt, aber er hat es getan. Und Christus hat es dazu kommen lassen. Ich lasse es auch dazu kommen. Und ich möchte keine Schuld, auch nicht die geringste Schuld hierin tragen. Und ich sage noch einmal, und deswegen kam ich unschuldigerweise. Ich habe nicht so viel Schuld, wie ich schwarz unter dem Nagel habe. Da ist nichts drunter. Und doch bin ich von deren Seite für schuldig erklärt. Also ich glaube, liebe Freunde, Sie wissen jetzt, worum es geht. Genau das wurden in den Gemeinschaften Schauermärchen erzählt. Dinge erzählt von Freunden, die es wirklich gut gewollt haben. In Gröning weit, weit überhoben. Dinge erzählt, von denen sie nie überzeugt gewesen sind. Ich soll schuld sein, dass eine Glasglocke von einer Lampe, die auf dem Bett gelegen hat, zersprungen ist, hat Gröning sich gemeldet. Ich soll schuld sein daran, ich hole nicht viel vor, dass eine Frau den Gashahn, das heißt das Gas hat brennen lassen, den Suppentopf drüber stehen und sie war unterwegs und konnte jetzt nicht heim, um das Gas aufzudrehen. Sie hat gebetet, sie hat Gröning gerufen, Rune, dreh bitte das Gas aus. Sonst wird meine Suppe verbrennen oder es entsteht noch ein Brand in meinem Haus. Darauf bin ich ganz ruhig geworden, sagt die Frau. Bruno hat mir ja gesagt, er hat es ausgedreht, es ist gut. Tatsächlich bin ich heimgekommen, das Gas war ausgedreht, es hat nicht gebrannt. In Wirklichkeit, Freunde, ist es so gewesen, die Frau hat das Gas ausgedreht, hat es nur nicht mehr gewusst. Aber wenn man mir derartiges zuschiebt, anhängt und dieses nach außen hin spricht, dann muss die Behörde nicht nur annehmen, sondern dann ist sie dadurch davon überzeugt, dass hier irrsinnige Menschen sind oder Menschen einem Irrsinnigen folgen und der sie nur verwirrt. So kann ich in einige wenige Menschen, könnte ich ihn auch namentlich aufzählen, denen man das auch in früheren, vor hunderten, gar tausend von Jahren angehängt hatte, dass er die Menschen verwirren sollte und so weiter. Nicht anders war es auch, dass man Christus dieses angehängt und sie glaubten da dann, das Todesurteil durch die Kreuzigung fällen zu können, auch fällen zu müssen, denn man überließ es dem Volk zu bestimmen. Ich wasche meine Hände und unschuld. Ich brauche weiter gar nichts zu sagen. Sie können so einigermaßen auch die Lehre Christi und auch die Geschichte, wie Menschen früher waren. Die sind nicht besser geworden, die sind schlechter geworden. Das Heer des Bösen ist größer geworden und das Böse herrscht auf dieser Erde. Das heißt, sie haben die Herrschsucht und darunter leiden die Menschen und dadurch sind sie in diese Not, in das Elend geraten. Es geht alles nur in allem gesehen, dass diese Menschen sich behaupten und es geht alles in allem gesehen, auch die Kriege werden dahingehend verzapft, um nur aus diesem ein Geschäft zu machen. Indem sie einfach so unter sich sagen, wir haben Menschen genug, wir können so und so viel, 100.000, so und so viel Millionen können wir opfern. Die alten Häuser sind sowieso im Weg, die sollen sie in Schutt und Asche legen. Es
können Sie später auch im Buch lesen. Und wir können unsere Ware absetzen, wir können Geschäft machen. Wer dahinter steht, das weiß ich. Es ist keine Handvoll Menschen, ja überall in jedem Land ist eine Handvoll Menschen von einer Seite. Und hier, liebe Freunde, das haben Sie noch nicht geahnt, ich sage es Ihnen auch gar nicht. Ich sage es Ihnen deshalb nicht, weil ich es nicht haben will, dass Sie nur ein Wort davon verlieren. Das muss ich in mir behalten. Ich weiß genau, von welcher Seite aus das herrührt. Von welcher Seite aus diese böse Ströme kommen. Sie würden sagen, vom Bösen. Ja, von Menschen, die dem Bösen, die dem Satan dienen und die weiter nichts zu tun haben und ihre Aufgabe hier haben. Auch in diesen Kreis bin ich früher hineingegangen. Ich habe diesen Menschen das gesagt, was sie vorhaben, was gewesen ist und was für Absichten sie haben. Es ist ihnen unbekannt, soll ihnen auch nicht bekannt sein. Aber ich weiß, wo die Gefahren herkommen und die alles dazu tun werden. Wenn sie sagen, das sind die Mediziner, wenn sie sagen, das sind die Wissenschaftler. Na gut, ja, ja, das sind Werkzeuge dieser Menschen. Aber es kommt von einer anderen Seite her. Und vielleicht können sie da an den Einfluss dieser Menschen, dieser Bösen kommen, wo sie gar nicht ahnen. Und das bedeutet immer, nicht nur für Sie, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, eine große Gefahr. Aber das würde zu weit führen, wenn ich auf diesen Punkt einginge. Und ich weiß auch, dass es falsch ist, dass es noch nicht an der Zeit ist. Später, so nach und nach, werde ich mir einzelne Freunde herausholen, wenn ich weiß, dass sie schon weit genug hierin vorgedrungen sind, dass sie schon von vielem so weit überzeugt sind, und dass sie nichts entstellen werden, sondern dass sie das Verständnis aufbringen, dann sage ich so, da kommt er mal hierher, setzen wir uns mal hin. Und jetzt sprechen wir mal von dem, woher das alles kommt. Also das ist die rechte Hand wirklich des Bösen, in der sie heute nichts ahnen. Und ich höre immer wieder, ja, ihr tastet im Dunkeln. Ich betone noch einmal, die Ärzte, die Wissenschaft, wie auch die Justiz als solche, sind nur Werkzeug. Dieser einen bestimmten Klecke. So, liebe Freunde, das wäre das Hauptsächliche. Und jetzt gehen wir mal dazu über. Jetzt schütten Sie mal Ihr Herz aus. Und wir unterhalten uns jetzt mal. Was wichtig ist, nehmen wir hernach aufs Tonband auf. Um das nicht zu vergeuden, schalte ich ab und wir unterhalten uns mal und dann sage ich, das ist wichtig, das nehmen wir auf, das ist eine gute Belehrung. Also, bis später. Meine lieben Freunde, wir haben heute Morgen schon so bedeutende Worte wieder gehört, dass wir uns sagen müssen, es ist tatsächlich jetzt an der Zeit, dass wir aber auch uns wirklich innerlich umkrempeln. Ich sage das mal ganz offen. Worauf ich großen Wert lege, gerade innerhalb meiner Gemeinschaft, das sage ich hier mal ganz offen, ich bin ein Gegner des Hokuspokus in den Gemeinschaften. Hat es tatsächlich Menschen gegeben, die sich eingebildet haben, irgendwie was von unserem Freund Gröning bekommen zu haben, was nie der Fall gewesen ist, meine lieben Freunde. Es war eine reine Einbildung. Und mit dieser Einbildung sind die Menschen in die Gemeinschaft gekommen, haben uns einen ganz gewissen Hokuspokus vorgemacht und haben geglaubt, sie sind so jetzt die rechte Hand irgendwelches Allmächtigen geworden, der nun helfen kann, heilen kann. Meine lieben Freunde, das können wir allzusamt nicht. Da muss ich mal einflechten. Darin bestand auch eine sehr große Gefahr, dass Menschen auf diesem Weg angelangt waren, indem sie wirklich einen Hokuspokus gemacht haben. Yeah. Und dass Menschen, und mir auch oft der Vorhalt gemacht wird, von dem wissen sie alle gar nichts, dass es nur ein Hokuspokus ist. Und jetzt sprechen Sie mal die Gegner. Hören Sie, wie Sie, den Grünen können Sie nicht beurteilen, aber wie Sie ihn verurteilen.
Und ich stelle an Sie jetzt die Frage, habe ich jemals, ich sage nur in Ihrem Freundeskreis, wie Sie es wissen, meinetwegen, wenn Sie auch in einem anderen Freundeskreis gewesen sind, das heißt in einer anderen Gemeinschaft, jemals eine Krankenbehandlung vorgenommen? Ja oder nein? Nein. Niemals. Sie, man wirft mir dieses aber vor, ich hätte Krankenbehandlung gemacht. Sogar Krankenbesuch habe ich gemacht, weil die Menschen sich nicht auszudrücken gewusst haben. Ich habe sie am Krankenbett besucht und ich habe sie behandelt. Also ich mache Krankenbesuche. Deswegen habe ich gesagt, ich mache einen Kaffeebesuch. Und das darf ich wohl. Vielleicht, dass ich deshalb so viel Kaffee getrunken habe. Wenn der aber jetzt schon zum Hals rauskommt, weil das auch entstellt worden ist, man hat aus dem Kaffeebesuch hat man einen Krankenbesuch gemacht. Niemals weiß ich, dass ich eine Krankheit behandelt habe. Mhm. Wenn ja, dann wäre ich gleich teuflisch, gleich satanisch, dass ich mich mit dem Bösen abgebe. Und daher habe ich es direkt verboten. Deswegen habe ich direkt das gesagt, dass der Mensch nicht mal an die Krankheit denken soll, nicht mal daran denken soll, er muss mir jetzt die Krankheit schildern, dann soll er zu seinem Arzt gehen. Und ich habe doch immer den Arzt empfohlen und da habe ich den gestrichen von unserer Liste. Niemals. Ich habe ihn immer anempfohlen, Sie sollen den Arzt aufsuchen. Sie sollen ihm treu bleiben. Wenn Ihnen der eine nicht zusagt, sollen Sie zum anderen gehen. Es gibt mehr Ärzte als Gröning. Es gibt nur einen Gröning, aber viele Ärzte. Das hat mit dem Zusammenkommen, mit dieser Zusammenkunft hier nichts zu tun. Überall habe ich es gesagt oder habe ich es nicht gesagt. Also der Hinweis war da, aber wirklich Freunde, die das Gute gewollt haben, haben dieses entstellt. Sie wussten sich wirklich nicht auszudrücken. Sie sahen sich nicht auszuquatschen. Sie haben so gesprochen, wie sie es gewohnt sind. Und das den Menschen herauszubringen, bedeutet ja, solange sie dabei bleiben, für mich, für uns alle eine Gefahr. Und das ist schwer, das können wir auch nicht von heute auf morgen machen. Aber daher, liebe Freunde, und das ist mir das Allerwichtigste, das größte Augenmerk darauf zu lenken, das heißt, alle Freunde erst dahin gehen zu belehren. Und wenn sie das gleiche 100-mal an einem Tag wiederholt sagen, so dass in dieses erstmal eine Flasche Blut übergegangen ist, wie vorsichtig sie hier in ihrer Ausdrucksweise sein müssen. Und in ihrer Schilderung überhaupt. Und das ist mir ja das Wichtigste. Ich nehme wirklich keine Krankenbehandlung vor. Wenn man da spricht, Fernheilung und alles. Alle diese Bezeichnungen sind falsch. Also, sie sind richtig, soweit wie der Mensch es versteht. Aber es ist eine Handhabe für die Gegenseite, die hier gleich zupacken kann. Sehen Sie, meine lieben Freunde, davon, das wollte ich Ihnen gesagt haben. Ich bin ein Gegner von jeglichem Hokuspokus. Und ich werde es auch bei mir in der Gemeinschaft nicht dulden, dass derartiges irgendwie hochkommt. Wäre es dann viel richtiger, diese Menschen, die blieben unserer Gemeinschaft fern, damit dass wir nach außen hin eine ganz reine Weste haben, das heißt, dass wir nach außen hin sagen können, so etwas gibt's bei uns nicht. Er sagt, nach außen hin heißt, dass wir die Wahrheit sagen können. Wie es auch jeder reinen Wahrheit entspricht, derartiges gibt's bei uns nicht. Wenn der eine und der andere es verlangt, beziehungsweise auch erwartet hat, dass derartiges hier geschieht, wie er es will, dass ich seinen Körper berühren soll, oder dass es Menschen gibt, die von mir den Auftrag haben, wie es auch hier gewesen ist, den Auftrag von mir haben, das jetzt an meiner Stelle zu tun. Das sind Gemeinheiten, das sind Lügen. Und da liegt die große Gefahr. Deswegen habe ich manchmal gesagt, so sie die Wahrheit am eigenen Körper erfahren haben, und das wahrheitsgetreu so schildern, wie die Ordnung in ihrem Körper zustande kam. Geben Sie Acht, wie ich spreche. Und dass Sie Ihren Nächsten das genauso schildern, so wird auch er glauben, denn er fühlt ja auch, dass Sie die Wahrheit sprechen. Und dass Sie ihn so davon überzeugen, dass auch er glaubt. Und dann wird er sagen, ich fühle es auch. Und so ist es richtig. Dadurch kommt das nur zustande. Aber es soll sich keiner hernach einbilden, dass er heilen kann. Ich sage habe manchmal gesagt, heile machen kann. Selbst ich kann es nicht, es kann nur einer. Und das ist Gott selbst. Aber das dürfen wir nie verkennen, Freunde, dürfen wir nie entstellen.
Wir müssen genau sein. Wir müssen wissen, wie wir zu sprechen. Wir müssen wissen, wie wir uns zu bewegen haben. Wir müssen wissen, was wir den Freunden zu bieten haben. Immer nur das, wovon sie wirklich überzeugt sind. Wenn sie nicht überzeugt sind, die Meinung gibt's hier nicht. Nur Überzeugung. Davon bin ich überzeugt. So und so und so ist es hier gewesen. Erkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Hat der Mensch diese Erkenntnis, dann wird er nichts Unrechtes tun. Und da muss ich in Einzelfällen auch wieder anders sagen, dass es doch einige Freunde gegeben hat, die das richtig zu stellen gewusst und die auch den Behörden daraufhin den Hinweis gegeben haben. Ich denke da an einen Kriminalbeamten, der oft zu mir kam, immer Vernehmung, Vernehmung, Vernehmung. So dass ich sagte, das machen Sie doch alleine, ich antworte Ihnen gar nicht. Und tatsächlich, der hat es alleine beantwortet. So aufgeklärt ist er. Warum hat er die Lehre angenommen? Warum nicht die engsten Freunde? Er gehörte noch nicht zu uns. Er stand nur zur Wahrheit und hat sich von vielem überzeugt und hat es tatsächlich selbst geschrieben. Und dann sagt er, und jetzt will ich mich überzeugen von Ihnen, Herr Gröning, habe ich das richtig geschrieben? Ich habe ihn angeguckt, habe eine Zigarette in der Schnute gesteckt. So, was soll ich Ihnen noch sagen? Ich kann nichts mehr sagen. Wäre nein, hätte ich nein gesagt. Aber ich bin erstaunt. Tja, sagt er, ich habe mich davon überzeugt, sagt er, und ich muss es meinen Vorgesetzten auch so hier klarlegen. Ich muss Ihnen das verständlich machen. Und jetzt stellen Sie sich vor, so ein Protokoll, so eine Vernehmung, die hat manchmal 15, 16 Seiten gehabt und mehr. Und wenn ich eine gegeben habe, waren es sogar über 30. Um denen das verständlich zu machen. Aber das hat mir viel Zeit gekostet. Und das ist ihnen selbst abgegangen. Und deswegen sage ich, macht mich doch frei. Nicht immer wieder neu hineinlegen, so unbewusst. Und gerade da liegt die große Gefahr. Macht mich doch frei, nehmt doch die Lehre so auf, wie ich sie euch gebe, unverfälscht, genauso. Wenn es nicht verstanden habt, bitte besprecht es. Dazu dient ja auch die Gemeinschaftsstunde. Was hat er gesagt, wie ist das zu verstehen? Also Diskussion soll es auch nicht sein, aber dass jeder das so von sich gibt, wie er es verstanden hat. Nicht seiner Meinung nach, sondern seiner Überzeugung nach. Kann das nur so sein, soweit ich den Gröning schon kenne und so weiter. Das ist viel, viel leichter. Da nimmt er mir einen Haufen Arbeit ab und dann gibt's nichts Böses mehr. Allgemein, wie ist es gewesen? Immer wieder, wenn ich da und dort im Freundeskreis aufgetaucht bin, immer neue Unannehmlichkeiten. Der dies, der das, der jenes, der... Ja, was gab das überhaupt? Ihr sollt euch nicht verfeinden, sondern ihr sollt euch befreunden, ihr sollt euch selbst kennenlernen und ihr sollt eins sein mit mir, eins sein mit Gott. Das ist das Wichtigste. Aber nicht die Gehässigkeit, nicht den Ehrgeiz vorbringen. Nein, es ist nicht einer mehr wie der andere. Ich bin ja auch nicht mehr, das sage ich ja auch so oft. Aber tut es doch erstmal. Für mich, für Gröning, tut es nicht. Auch diese Worte sind gefallen. Das tue ich für Gröning. Nein, nicht für Gröning. Für alle Menschen. Damit diene ich Gott. Das hat mit Gröning doch nichts zu tun. Für Gröning braucht es nicht tun. Für euch selbst, für euren Nächsten. Und das ist der Gottesdienst. Das ist richtig. Also es darf nur nicht falsch verstanden werden, Freunde. Es darf auch nicht falsch wiedergegeben werden. Es muss richtig wiedergegeben werden. Ich führe euch schon richtig, nicht falsch. Denn ihr kennt den Weg nicht. Ihr wisst nicht, wie dieser Weg beschaffen ist, was euch auf diesem Weg geboten wird und wen ihr euch nähert. Ich kenne den Weg, ich gehe voran, ich führe und ihr folgt. Und das ist auch das, was Christus selbst will. Also, was soll ich noch mehr sagen? Sehen Sie, meine lieben Freunde, und da muss ich Ihnen weiter sagen, bei mir in den Gemeinschaftsabenden, da wird nichts von Krankheit erzählt. Das gibt es nicht. Wenn wirklich einer das Bedürfnis hat, von der Krankheit was zu sagen, dann werde ich immer wieder aufklärend wirken und werde denen sagen, bitte meine lieben Freunde, dann müsst ihr zum Arzt gehen. Und ich sage auch immer wieder dabei, haben Sie Vertrauen zu Ihrem Arzt.
dann habe ich die Überzeugung, dass auch Ihnen bald geholfen wird. Im Zusammenhang möchte ich Ihnen mal eine Unterredung sagen mit meinem Hausarzt. Ich war schon eine ganz gewisse Zeit lang zu Hause und über diesen Weg muss man sich ja bei der Krankenkasse melden, dann dreht es sich um das Geldmittel und dann kommt der Hausarzt. Und dann haben wir beide mal vorne in der Stube gesessen und dann habe ich ihm gesagt, mein lieber Herr Doktor, ich habe was auf dem Herzen, das möchte ich Ihnen gern mal sagen. Da sagt er, ja, bitte, Herr Kastorf, sagen Sie mir das. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, ich habe die Überzeugung, dass das Rezept als solcher, das dürfen Sie ruhig behalten. Was mir fehlt, habe ich gesagt, das ist die Wärme zwischen dem Arzt und Patient. Und da hat er ganz groß aufgehorcht. Und dann hat er gesagt, ja, Herr Kastorf, ich bemühe mich aber. Ich sage, bitte, Herr Doktor, noch mehr. Ich habe gesagt, und dann mit Gottes Hilfe, das ist meine Gesundung, Herr Doktor. Da hat er immer so gestanden, dann hat er gesagt, Herr Kastorf, morgen komme ich in Kollegenkreis zusammen und da werde ich dieses sagen. Ich sage, bitte, das dürfen Sie. So. Ich sage, das ist meine Überzeugung. Nun darf ich zu dem Punkt übergehen. Es gibt heute schon viele Ärzte, leider habe ich die Bücher nicht mitgebracht, die meine Frau, die ist wie so ein Spürhund, kann ich sagen, die schnüffelt rum, wo es im Buchladen ist, wo gibt es da was Neues. Und da haben wir schon viele Bücher, die von den Ärzten geschrieben, die dieses hier herausstellen. Mir sind auch einige Ärzte namhaft geworden, die ihren Patienten das auch gesagt. Also, das heißt, dass sie nach dieser Lehre schon wirken. Ich habe früher mit Menschen zu tun gehabt, das heißt, von denen ich auch umgeben war. Sie nannten sich Weltwissenschaftler, sie nannten sich die großen Wissenschaftler und die mir angeraten, Gröning, machen Sie weiter so. Wir können nur lernen, wenn die kleinen Wissenschaftler, die kleinen Mediziner oder die kleinen Beamte des Staates Sie bekämpfen, macht Ihnen gar nichts, da kommen Sie schon durch. Wir wachen darüber. Wir werden alles auffangen und wir werden das alles für das Allgemeinwohl zu behandeln wissen. Wir werden das aufnehmen, wir werden hieraus die große Lehre ziehen. Sie stehen keineswegs in Gefahr. Wir wissen sie zu schützen. Und wir werden zur rechten Zeit davor kommen. Nun, Tatsache ist ja auch, dass einzelne Ärzte, die bereits schon von dem Weg der Medizin abgetreten sind und diesen Weg eingeschlagen haben. Natürlich werden sie von der rein medizinischen Seite bekämpft. Natürlich werden sie als für verrückt erklärt, für wahnsinnig erklärt oder sonst was. Alles dieses, liebe Freunde, gibt's. Dass ich mich im Jahre 1949 den Ärzten in Heidelberg zur Verfügung stellte, war ja das Gleiche, dass ich ihnen vieles mit auf den Weg geben wollte, auch gegeben habe, und sie aus diesem viel getan und dieses sich nicht nur rumgesprochen, sondern dieses sich so erweitert hat, dass es bis in viele Länder eingedrungen, vor allen Dingen in Amerika. Ich könnte so vieles sagen, wie die Ärzte diesen Weg eingeschlagen haben, dass sie die Medikamente beiseite stellen oder dass sie ähnliches dem Farbstoff nachgenommen, der Form nach, als Medikament hergestellt, aber kein Medikament ist und den Kranken das eingegeben haben. Die eine Seite haben sie das eingegeben, wo nichts enthalten ist als vielleicht nur Wasser und ein kleiner giftfreier Farbstoff, beziehungsweise hier Tabletten, was weiß ich, Kartoffelmehl, das dem Körper nicht schadet, eingegeben und den anderen das Medikament. Festgestellt wurde, dass immer die Patienten, die Kranken, die das selbst hergestellte Medikament, das giftfrei gewesen ist, nur den Anschein erweckte, als wäre es das Medikament, mehr gesund geworden sind als die, die das Medikament, das heißt, das als Medikament herausgegeben wurde, geheilt worden sind. Die haben noch viel, viel mehr. Sie wissen das alle gar nicht. Ich will auf diesen Punkt jetzt auch gar nicht eingehen. Das würde hier zu weit führen. Wie weit Sie das Gebiet schon erforschen. Und es dauert gar nicht lange. Und wenn ich mich jetzt verdrängen ließe, dann wäre das eine große Lumperei, wenn ich es zulassen würde, von den engsten Freunden hier untergraben zu werden. Das heißt, lebendig beerdigt zu werden. Das ist für Sie der Tod, nicht für mich.
das ist für sie der Untergang. Und hier weiß ich auch, dass diese Menschen nicht viel wissen können, deswegen von den natürlichen Kräften, ja, sie sind dabei, aber wie empfangen wir sie? Jetzt wollen sie den grünen Karten. Jetzt wollen sie vieles wissen, sie wollen Menschen helfen. Deswegen stand ich nie gegen die Ärzte, nie gegen die Mediziner. Im Gegenteil, das sind genauso Menschen, wie auch sie es sind. Nur, dass sie ihren Beruf haben, dass ihnen die Medikamente an die 30.000 zur Verfügung stehen und die sollen einfach versuchen. Und dafür sind sie eben die Versuchskaninchen, was vielen schon übel geworden ist, dass sie sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir haben festgestellt in unserer langjährigen Praxis, dass wir da nicht weiterkommen, wir vergiften nur die Menschenleiber, wir können nicht helfen, wir können nur das Schmerzhafte betäuben und mehr können wir nicht, aber helfen tut's nicht, es heilt nicht. Also müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Ich könnte, schade, ich habe das Tonband nicht mit, sogar von einem Amerikaner, auch ein Mediziner, großartiger Professor, der nicht unbekannt ist, der auch oft in Deutschland gesprochen hat, was der selbst gesagt hat, wo die Schulmedizin wieder hingehört, wie die Schulmedizin entstanden ist und dass sie wieder zurück müssen zu dem, was die kleinen armen Bauersleute getan haben, wie sie das Heilmittel gefunden haben und so weiter und so fort. Nicht zu vergessen, liebe Freunde, dass ich auch Menschen kenne, die bei dieser Herstellung dieser Medikamente sind. Wie nennt man sie? Pharmazeuten, ja. Dass dieser Mensch, ich habe es gewusst, aber ich frage nochmal, dass dieser Mensch selbst sagt, ja, wir stellen vieles her. Ich denke jetzt an einen einzigen, der über 10 Jahre steife Zehen hatte. Er selbst ist Hersteller von Medikamenten. Für IG Farben und für wen, was weiß ich, ist er in der ganzen Welt rumgereist. Er kennt die Medikamente, er kennt die Zusammenstellung, er kennt aber auch die Wirkung. Er sagt, er hat alles genommen und hat sich von Ärzten auch behandeln lassen, aber keiner war dazu imstande. Ich habe nur einmal, wir sind das dritte Mal zusammen gewesen, waren in meiner Wohnung, hat gesagt, heute werden wir uns nicht unterhalten, heute schenken Sie Ihren Körper mal Beachtung. Da bleiben Sie sitzen. Natürlich kam der Gedanke, wie fährt der Gröning mich hier an? Ja, sag ich, meinen Körper brauchen Sie keine Beachtung schenken, Ihren eigenen. Dem sagt, was in ihm geschieht. Er gibt acht, es waren keine 5 Minuten vergangen. Dann sagt er, ist das möglich, ich kann meine Zehe bewegen. Ja, warum nicht, sage ich, ich kann sie auch. Ja, das habe ich über 10 Jahre nicht gekonnt. Ja, sag ich, haben Sie nicht gewusst, wie man das zustande bringt? Jetzt haben Sie Ihren Körper Beachtung geschenkt. Hat es mir sogar schriftlich gegeben. Ich habe mich weiter mit diesen Menschen unterhalten, wie der in die Welt gereist ist und Heilmittel suchte, Heilkräuter suchte. Habe ich gesagt, ihr Dorfgeppel, sage ich. Ihr könnt nicht zu den Indianern gehen, sage ich, da die Heilkräuter und sie hierher bringen. Hilft den Menschen hier nicht. Ihr könnt die Heilkräuter von hier nicht nach dort nehmen. Hilft denen auch nicht. Der Körper ist klimabedingt. Für den, der da lebt, wächst das Kraut. Für den, der hier lebt, wächst hier das Kraut. Und da hat er mir viele Dinge erzählt, dass er sagt, ja, ich habe die Kräuter von drüben hergebracht. Wir haben hier in Freiburg Versuche angestellt. Aber ich kam auch auf den Gedanken, ich habe da den Kollegen Professor sowieso gesagt, das ist ja unmöglich, wir können hiermit keinem Menschen helfen. Das ist doch nur ein Versuch, wollen wir aufhören mit dem Versuch. Wir können drüben den Indianer, den Inder, den können wir mit helfen, von da wir die Kräuter hergebracht haben. Also ich will nicht zu weit greifen, Freunde. Sie wissen es auch, der ehrlich ist. Und ich kann Ihnen heute schon Bücher aufweisen, ich habe nur mal so rumgeschnüffelt, wo die Ärzte, die Mediziner ehrlich sind und sagen, wir nehmen Abstand. Das habe ich alles nicht gewusst. Heute bin ich auf den und den Weg angelangt. Und da denken wir an einen Freund, Albert Schweitzer. Leider bin ich mit ihm noch nicht zusammengekommen. Und der schreibt ja wahres, habe ich ihn ja einmal aus einem Büchlein den Schluss vorgelesen. Und das ist Albert Schweitzer. Wie der Mensch ein wirklicher Mensch ist, wo der ein Menschenherz hat, wo er Liebe in seinem Herzen trägt und wo er sagt, ihr hier in Europa versteht's nicht, ich gehe da zu den Menschen, um denen da zu helfen. Und er hat vielen Menschen geholfen. Ohne dass er es gewollt hat, hat er einen Weltruf gekriegt. Man wird viel von Albert Schweitzer sprechen. Man wird auch viel von ihm lesen, weil man vieles von ihm
geschrieben hat, was er gesprochen hat. Das hat man wiedergegeben. Und liebe Freunde, da liegt sehr viel Wertvolles drin. Das sind diese einzelnen Menschen, die wirklich menschlich handeln, nicht unmenschlich handeln, bei denen das Herz spricht, das Gefühl spricht. Ich habe nur mal im Fernsehen gesehen, hat man einen Film da im Fernsehen gezeigt, leider bekam ich Besuch aus Spanien und ich musste runter, ich habe es nur aufs Tonband aufgenommen. Und da habe ich gesehen, wie er dort in einem anderen Land auftaucht mit einer Begleiterin. Da sieht sie eine große Spinne und schreit eine Spinne. Ja, und weil seine Begleiterin sich gefürchtet hatte, musste er sie töten. Sagt er, so beginne ich hier mit Töten. Das hat ihm so weh getan. Auch die Spinne wollte er nicht töten. Schauen Sie, Freunde, er hat einen Menschen, also er hat dieser Spinne das Leben nicht gegeben. Sicher sind das da gefährliche Spinnen, das sind diese großen Spinnen. Also die können schon Menschen ums Leben bringen, das ist Tatsache. Aber Gott hat sie geschaffen, wir dürfen es nicht töten, sondern dahin führen, wo es hingehört. Nur hat sie es mal verkrochen, es ist doch in einer Falle drin gewesen. Nun sollen wir es nicht töten. Und das hat ihm wehgetan. Nur das weiß ich so weit aus dem Film, mehr nicht. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Das heißt, ich weiß es so, aber viel, viel mehr darüber zu sprechen. Und das ist der Wert, in dem Sie sich in der Gemeinschaftsstunde unterhalten sollten. Deswegen habe ich eine Zeit lang Bücher empfohlen. Und ich werde jetzt zu weiteren Empfehlungen kommen, dass Sie sich die Bücher zulegen. Wer Raucher ist, der raucht dann eben etwas weniger und sagt, hier Kinder, ich beschaffe euch das Buch, ihr könnt es nicht. Aber es wird keiner sagen, nein, das soll einer beschaffen. Hier legen wir unseren Groschen dazu und wir beschaffen Bücher. Dann habt ihr eure Bücherkasse und dann habt ihr eure Tonbandkasse, da habt ihr alles Mögliche. Ich verbiete es nicht und der Vereinsvorstand wird es auch nicht verbieten. So ihr euch Werte zulegt, bitte und nehmt es vor. Und noch eines, wir haben auch hier unseren Freund Hasse. Ist er hier? Nein. Noch nicht. Ja, er ist belesen, er kennt die Bibel. Ich habe seinerzeit in Springe gesagt, freut euch, dass wir einen Menschen haben und er kann Wahres aus der Bibel so geben, wie es da geschrieben steht. Er kennt es, lasst euch es vorlesen. Zieht Vergleiche, dann kommt ihr drauf. Nicht eingeschnappt sein. Der eine so, der andere so, launenhaft ist jeder. Aber bitte, bitte, tut es nicht. Nehmt es doch an. Ich habe mich so gefreut, dass einer da ist, wenn er seine Meinung dazu gibt oder, wie er glaubt, seine Überzeugung, ist ja gleich. Wie sie es aufnehmen, darauf kommt es an, um jetzt einen Vergleich zu ziehen. Wie war das früher, wie steht es da und wie ist es heute? Oder wie ist es heute und wie war es damals? Immer das, den Vergleich zu ziehen, damit sie sich selbst überzeugen. Das ist das Wichtigste. Und deswegen habe ich gesagt, er sagt, er ist ausgeschieden, hat sein Amt niedergelegt. Und gesagt, kommt gar nicht in Frage, sage ich. Ich habe ihm das klargelegt, deswegen meine Verspätung heute. Und er soll heute hier sein. Er wollte nur noch heim und wollte sich umziehen. Und gut, wenn er nicht hier ist, schaut es auch, der Kanzler vom Tonband hören. Ich rede nicht hinter den Rücken, ich habe ihm das klargelegt, er hat es verstanden. Ja, wenn es so ist, gut. Nicht als anders verstanden. Er glaubte auch so in so einem Bund, in einem Verein, wenn eine Sitzung ist, Besprechung ist, die Leitung ist und dann muss einer vom anderen wissen, nein, ich brauche keinen Diktator, ich bin auch keiner und ich dulde derartiges nicht. Hier bekommt jeder nur die Lehre und den Hinweis, damit er weiß, was er zu tun zu lassen hat. Mehr nicht, es braucht nicht diskutiert werden und so weiter. Es wird auch keiner beiseite gesetzt. Und wenn einer was zu tun weiß, aus dem einen oder dem anderen Buch, nehmen wir ruhig jetzt mal wieder vor, und dann weiß es, er gibt den Hinweis drauf, halt, ja, immer den Vergleich ziehen, wie ich auch heute hier begonnen habe, immer den Vergleich führen, immer erst überzeugen. Und das ist für Sie, liebe Freunde, die große Belehrung überhaupt, die Sie zusätzlich haben, dass Sie sich von allem überzeugen. Ich will nicht haben, dass ein Leichtgläubiger in unserem Freundeskreis ist. Ich werde immer den Hinweis geben, dass er von dieser ablassen soll. Er soll nicht alles glauben. Er soll auch nicht mal glauben, soweit setze ich mich hier zurück, nicht mal alles glauben, was ich ihm sage. Er hat hier eine Pflicht, sich davon zu überzeugen. Nicht früher wird er mich beurteilen können. Wenn er sich nicht überzeugt, wird er mich, ob böswillig oder nicht, immer verurteilen. Und diese Verurteilung, die bin ich satt, derartiges darf in Zukunft nicht mehr sein.
Ne? Wenn Sie jetzt alles wissen, wie tatsächlich die andere Seite, die rein medizinische wie auch die wissenschaftliche Seite schon erkannt hat, und wie Sie den Weg schon gehen, der Anfang ist da. Wie oft habe ich es auch im Freundeskreis gesagt, was ich hier spreche, nehmen die auch auf. Und sie nehmen es auf. Sie haben es aufgenommen. Nach einer gewissen Zeit kriege ich so ein Buch serviert, da steht es drin. Ich habe noch keins dieser gelesen. Meine Frau interessiert sich, sie liest. Und immer wieder überrasche mich, da steht das ja drin, was du mal sagst, was du tust und wie du es tust. Ich sage, ich spann's mal ganz kurz, red nicht, lass mich in Ruhe. Ich freue mich, dass du es gefunden hast und dass ich es jetzt habe und dass ich das weiterempfehlen kann. Schluss. Das ist alles. Aber soll ich nur oder nur meine Frau die Nase da reinstecken? Mhm. Ihr seid doch auch hier. Interessiert euch dafür, Freunde. Das ist wichtig. Tut es. Nehmt, zieht den Vergleich. Überzeugt euch. Dann ist es richtig. Dann wird ein Fiasko und auch keine Unstimmigkeit mehr aufkommen. Ist an Störenfriedständen beiseite, bis du dich draußen beruhigt hast, kann später mal kommen. Aber nicht mit ihm einlassen, nicht hier zur Diskussion übergehen und Vorsicht in Ausdrücken, sonst entsteht tatsächlich ein Fiasko. Ich werde dadurch belastet und damit ist das ganze Werk gestört. Das darf nicht mehr sein. So, wer hat noch was zu sagen? In diesem Zusammenhang möchte ich noch das Letzte sagen, meine lieben Freunde. Meine Aufgabe sehe ich als Gemeinschaftsleiter darin, immer wieder das Schöne und das Gute, was uns Bruno Gröning nicht nur vermittelt, sondern nahelegt, auch in der Gemeinschaft wieder vom Munde gebe und dieses der Gemeinschaft immer wieder sehr nahelege, davon überzeugt zu sein, dass nicht Bruno Gröning der Wunderdoktor ist, sondern dass Bruno Gröning der Mann ist, der sich bemüht, innerhalb eines ganz gewissen Kreises uns Gott nahe zu bringen. Meine lieben Freunde, darin sehe ich eine ganz gewisse Aufgabe, wo ich mich bemühe, aufklärend zu wirken, und ich habe die Überzeugung, nicht nur seit dem letzten Gemeinschaftsabend. Im Zusammenhang muss ich sagen, der letzte Gemeinschaftsabend war so schön, dass man nachher zu mir kam und sagte, ja, so etwas Schönes haben wir lange, lange nicht gehört. Meine lieben Freunde, ich war so zufrieden. Und wenn ich dann den innerlichen Dank der einzelnen Leute sehe, dann bin ich zufrieden und dann sehe ich auch meine Aufgabe noch ernster. Und ich habe, wenn ich den stillen Dank der Gemeinschaft habe, dann bin ich zufrieden, dann weiß ich, dass ich hier wirklich ein gutes Werk getan habe. So, ich glaube, dass ich jetzt einen nächsten Freund melden kann, um sich frei zu machen, um das uns zu wissen zu geben, wovon er überzeugt ist. Ich bin nicht einer von denen, der immer wieder Danke, Danke sagt, danke lieber Hermann, du hast richtig gesprochen und du hast mich gut Himmel hochgehoben und so weiter. Nein, das sage ich gar nicht. Das muss auch gar nicht sein. Ich handle dementsprechend und ich stelle fest, wie weit der eine und der andere schon vorgeschritten, wie weit er sich von dem überzeugt hat, was wirklich Wahrheit ist. Bitte. Meine lieben Freunde, das, was wir heute durch unseren Freund Bruno Gröning wieder erfahren durften, ist ja an sich nichts Neues. Wir haben es nicht erst heute gehört. Immer wieder hat er es uns gegeben. In dem Beisammensein mit uns. An uns liegt es, dass wir bisher nicht die Nutzanwendung gezogen haben. Und erst gestern hat unser Freund zu uns gesagt, es ist der letzte Appell. Freunde, nun machen wir doch wirklich einmal ernst und gehen dazu über. Nehmen seine Worte, die er zu uns spricht, so wahr, wie sie wirklich sind. Vor langer Zeit hat unser Freund einmal gesagt, erkennet die Spielregeln des Lebens, aber spielet nicht mit dem Leben.
Freunde, haben wir nicht bisher gespielt? Haben wir das Ganze nicht als Spielerei angesehen? Bitte, Freunde, gehen Sie jetzt an die Arbeit. Und ich bin überzeugt, dass ich die Wahrheit, dass ich das Gute durchsetzen muss. Es wurde vorhin der Mensch Albert Schweitzer zitiert. Auch er hat einmal gesagt, unsere Welt wird erst wieder besser, wenn wir aufhören, ihr Maßnahmen zu geben. Es ist nur schade, liebe Freunde, dass ich das Büchelchen nicht hier habe, um Ihnen einzelne Zitate, wie Albert Schweitzer es gesprochen hat, wiederzugeben. In dem ist das enthalten, was heute hier geschieht. Es ist alles enthalten. Und wer zu ihm gehört, den wird er sagen, wer er ist. Er spricht auch von Gemeinschaft, er spricht von allem. Das ist in den Büchelchen drin, Luzifers Griff nach dem Lebendigen. Dieses rote Büchelchen, wer hat es hier? Keiner. Ich habe nur das Buchchen Nie der Menschheit. Nur ein Fehler, den ich hier entnommen habe, ist der Fehler, es muss nicht, zu dem führen, sondern es wird zu dem führen. Das Muss war falsch. Für das Muss kommt das Wird. Es wird. Gott sagte auch nicht, es muss Licht werden, sondern es wird Licht. Es werde Licht. Ja. Es war Licht. Nie ein Muss. Und das, liebe Freunde, das ist unser Wortschatz. Das müssen Sie sich alle jetzt zu eigen machen. Es muss nicht zur Ordnung führen, aber es wird zur Ordnung führen. Es muss nicht zu Gott führen, es wird zu Gott führen, wenn Sie die Vorbedingungen dafür leisten, wenn Sie alles dazu tun. Muss es nicht, es wird. Und das lassen Sie sich gesagt sein. Nehmen Sie das eine einzige Wort. Ich gebe acht. Ich korrigiere gleich, ich stelle es richtig, aus dem Sie dann die Lehre ziehen. So, und wir hatten jetzt noch was zu sagen. Bitte schön.